Herzlich willkommen zum nächsten Teil von dem Osus Skin Tutorial. Beim letzten Mal haben wir hier unsere schönen Zahlen bearbeitet. Und jetzt geht's weiter mit dem User Interface, also mit den Knöpfen und so weiter. Und jetzt fangen wir erstmal mit einem Hauptelement an, und zwar mit dem Menu Button Background. Das ist der Knopf, der hinter den Liedern ist bei der Songauswahl. So, jetzt könnten wir theoretisch irgendeine Form auswählen. Also ich mache jetzt mal ganz schlicht rechteckig. Mache einfach ungefähr die Größe wie beim Original. So, und jetzt kommt noch ein kleiner Tipp. Wie auch in der readme.txt von Peppy steht, man soll möglichst eine, also Menu Button Background und so, grau oder schwarz-weiß gestalten, denn es ist ja orange oder rot, je nachdem ob ungespielt oder einzelne Map, und deswegen muss man halt darauf ein bisschen mehr achten. Aber man kann ja auch nur mit schwarz-weiß schöne Effekte zaubern. So, ich tue jetzt erstmal die andere Ebene ausblenden. So, und der Menu Button Background hat noch einen kleinen Effekt, und zwar wird überwiegend der rechte Teil benutzt, um diese Score-Tabs beim mitten im Spiel anzuzeigen. Deswegen könnte man theoretisch die eine Hälfte dafür benutzen, aber das sieht ja auch wieder nicht schön aus. Dann gehen wir einfach in die Fill-Option. Dann machen wir Verlaufsüberlagerung. Wir könnten jetzt theoretisch auch rot machen, aber es kommt drauf an, weil eine zu starke Farbe wird dafür sorgen, dass es dann direkt rot bleibt. Also das Dunkelrot würde dunkelrot bleiben, aber das hellere Rot, was ich bei meinem Verlauf benutze, das würde dann wieder mehr dann sich ins Orangene umfärben. Deswegen nehmen wir jetzt einfach rot und halt ein dunkles Grau. Schwarz und ein dunkles Grau. Und dann nehmen wir jetzt noch eine Kontur. Ich mach mal 2 Pixel. So, und jetzt könnten wir noch einen Schlagschatten machen, aber ich finde das jetzt nicht sehr toll, mit einem Schlagschatten zu arbeiten. Und jetzt machen wir einfach Speichern unter Menu Button Background .png und ersetzen. So, und jetzt können wir hier sehen, wenn ich es finde, da, und der Menu Button Background ist jetzt der grau. So, was wir als nächstes machen sind die Ranking Buttons. Hier eigentlich genau das gleiche, aber hier können wir auch wieder den Trick benutzen wie bei den Scores, weil sie eigentlich genau die gleiche Größe benutzen. Einfach als anderen Namen abspeichern. So, dann tun wir die andere ausblenden. Fill-Option. Kontur. Jetzt mache ich einen Pixel, weil das ist schon etwas auffälliger. So, dann machen wir unseren Verlauf. Und jetzt können wir wieder den roten benutzen, weil es wird ja nicht benutzt und umgefärbt.
Und jetzt können wir auch zum Beispiel Schlagschatten. So. Und jetzt sind wir Ranking Back, also sind wir jetzt Return to Menu. Dann mache ich erstmal Ebene rastern. Und dann Return to Menu. Dann machen wir etwas kleiner. So. Und jetzt können wir auch noch irgendwie einen Effekt draufsetzen. Ich mache ja so. Also das ist eine graue auf weiße Kontur. Mit einer 1 Pixel Kontur schwarz. Und jetzt speichern wir einfach unter Ranking Back PNG. Interlaced, also. So, und was ist das nächste? Retry. Ich benutze jetzt gerade Shift und die Pfeiltasten zum Bewegen, weil das etwas genauer ist und wir bleiben auch auf der genau gleichen Linie wie der Return to Menu Text, was auch ein bisschen besser aussieht, als wenn es dann kreuz und quer auf den Buttons verteilt wäre. Wir müssen es ja nicht ganz genau machen. So, jetzt ungefähr müsste es dann sein. Und jetzt speichern unter Ranking. Retry, PNG, speichern. Und jetzt sehen wir auch hier, gerade wurde es ersetzt. Und jetzt kommt Watch Replay. Und jetzt habe ich mich gerade verklickt und eine neue Textebene erzeugt. Sehr schlau von mir. Ja, ich will die Ebene wirklich löschen. Und jetzt Watch Replay. Das habe ich mir noch verschrieben, ganz toll. Jetzt stimmt's aber. So, ich muss jetzt mal kurz schauen. Oh, schon 9 Minuten erreicht. Naja, wir haben ja zumindest etwas geschafft. Naja, 4 Sachen. Also bis zum nächsten Teil vom Osu-Skin-Tutorial. Wie man einen richtig guten Osu-Skin macht. Bis zum nächsten Video. Ciao.